Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, tatsächlich ein Warfunder-Video und für all die, die mich sowieso nicht leiden können, es wird ein Laber-Video. Also heute werde ich euch nicht irgendwelche tollen gamerischen Inhalte zeigen und euch auch nicht zeigen, wie toll ich spielen kann, sondern es geht nochmal einmal um ein Thema, was ich die ganzen letzten Monate letztendlich gar nicht behandelt habe, nämlich dass ich auch mal auf, ich sag mal so, geistige Ergüsse reagiere. Heute habe ich allerdings Lust dazu und deswegen gehen wir mal auf den letzten Dev-Server-Stream ein. Da konnte ich ja jetzt nicht ganz so viel zeigen. Ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Ich habe mich allerdings auf meine gewohnt sarkastische Art und Weise ein bisschen über eine neue Mechanik hier im Spiel lustig gemacht, die ja auch im Dev-Server-Stream von Gaijin selbst ausführlich erklärt worden ist. Und so wie das halt ist bei manchen Leuten da draußen, es kommt oft das, was man so sagt, irgendwie falsch an. Aber ich verstehe das. Sarkasmus kann nicht jeder. Und Sarkasmus verstehen oder eventuell darüber lachen kann auch nicht jeder. Ist auch nicht weiter schlimm. Primär geht es mir eigentlich heute um Folgendes. Die meisten von euch werden festgestellt haben, dass ich schon seit einer längeren Zeit nicht mehr wirklich viel Wert darauf lege, hier einen YouTube-Content nach dem anderen bezüglich Warfunder rauszuhauen, dass ich aktuell auch nicht wirklich viele Videos zu dem Spiel produziere. Wenn, dann gibt es hier quasi so eine Kopie vom Livestream. Und dass ich mich da immer mehr drauf zurückziehe. Ja? Das, obwohl das auf meinem Kanal mal das wichtigste Spiel gewesen ist, was Zuschauerzahlen und Klicks angeht. So, jetzt gibt es unterschiedliche Leute, die Content machen. Ja, muss nicht nur für dieses Spiel sein, meinetwegen auch für andere Spiele. Und die Leute haben alle unterschiedliche Herangehensweisen an diesen Content, die sie da produzieren. Es gibt Leute, die möchten unbedingt groß, berühmt, bekannt werden und vielleicht auch irgendwann damit Geld verdienen. Im Social-Media-Bereich ist das ja durchaus möglich. Ob das jetzt als deutschsprachiger YouTuber mit dem Spiel Warfunder funktioniert, sodass man irgendwann davon leben kann und Decker BMW oder Mercedes fahren kann, das wage ich mal zu bezweifeln. Ich glaube, wenn man dieses Spiel als sein Hauptspiel raussucht und dann versucht, im deutschsprachigen Raum mit der deutschen Sprache Social Media Star zu werden, der damit am Ende auch eine ganze Menge Geld verdient. Ich glaube, das wird nicht funktionieren, einfach weil die deutsche Community klein ist, also das Spiel selbst ist ja im Vergleich zu vielen anderen Spielen schon klein, dann ist die deutsche Community noch klein, dann ist der Teil, der sich da vielleicht auch noch YouTube-Videos und Twitch-Streams anguckt, auch nochmal wieder kleiner, also unterm Strich heraus denke ich, funktioniert nicht. Wenn es dann doch bei irgendeinem irgendwann funktioniert, würde ich mich für denjenigen natürlich freuen und das meine ich weder sarkastisch noch böse noch gemein, sondern tatsächlich ernst. Das ist meine persönliche Einschätzung. Für mich war das deswegen auch nie wichtig, ob ich jetzt 10.000 Abonnenten, 11, 12, 13, 14, 15.000 Abonnenten habe, es war mir kahl egal. Also ich hatte mal einmal ein Ziel, das ich unbedingt knacken wollte. Das war damals, ich glaube, 3000 Abos musste man haben, um Content-Partner werden zu dürfen. Das war das einzige Ziel, das ich jemals gehabt habe. Alles andere ist mir eigentlich am Popöchen vorbeigegangen. Das nur mal so als kleine Erklärung. So, jetzt habe ich als Content-Creator natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, was ich jetzt mache. Ne? Und jetzt mal so ein paar Extremsbeispiele. Ich kann nur Quatsch zeigen. Gameplays, ich kommentiere das nicht, ich lade das einfach nur hoch, wird meistens auch nicht geguckt. Dann kann ich alles Mögliche machen, um Inhalte vorzustellen. Angefangen von Reviews über Tutorials bis hin zu, keine Ahnung, Talk about this game Geschichten und was weiß ich nicht alles. Und auch da habe ich wieder unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann, und da bin ich ganz frei in meiner Entscheidung, zum Glück, alles ständig bejubeln. Ja, ich kann alles toll finden. Ich kann kritisch auf Sachen gucken, ich kann aber auch alles in einer Tour nur schlecht machen. Letztendlich entscheidet der Content Creator, der Video Creator, wie er sein Programm gestaltet. Ja, wenn er einer ist, der alles toll findet oder zumindest nur die Dinge zeigen möchte, die er toll findet, dann ist das sein gutes Recht und dann ist das auch in Ordnung. Das Gleiche gilt für Leute, die sagen, nur ich konzentriere mich hier nur auf die Sachen, die mir nicht gefallen. Und auch dann ist das in Ordnung. Ja, ganz einfach, weil jeder für sich selbst entscheidet. Nicht ihr Zuschauer entscheidet da draußen, was derjenige gefälligst zu zeigen hat, sondern der, der das macht, entscheidet, was er zeigt. Und entweder hat er damit Erfolg oder er hat damit keinen Erfolg. Da seid ihr dann diejenigen, die letztendlich entscheiden. Ne, in Form von
dass ihr ihm Klicks schenkt und Abos schenkt oder dass ihr eben sagt, nur gucke ich nie wieder, weil es blöd. Mir ist allerdings in den letzten Jahren einiges aufgefallen, wo ich mittlerweile ja schon amüsant nur noch den Kopf drüber schütteln kann. Und das wollte ich heute noch mal einmal ansprechen, eben bezogen auf den letzten Dev-Server. Gibt da draußen haufenweise Leute, die sich irgendwelche YouTube-Kanäle reinziehen, sich den Inhalt angucken und dann anfangen zu deibeln, zu mosern, zu motzen und dem YouTube-Creator oder dem Content-Creator förmlich die Pistole auf die Brust setzen und sagen, hör auf, das so und so zu machen oder das und das zu machen und das passt mir auch nicht, was du machst. Jetzt mal ganz ehrlich, ich finde das in Ordnung, wenn man das einmal macht. Ja? Man guckt sich irgendeinen YouTuber an und sagt, boah, ey, volle Granate Kacke, will ich nie wieder sehen. Und weil das so Kacke ist, schreibe ich das jetzt nur einmal darunter. Du, fand ich überhaupt nicht gut. Warum? Manche Leute können das tatsächlich dann ja begründen. Die meisten Leute schreiben allerdings selbst dann das, was sie da schreiben, in der Art und Weise, wie sie letztendlich den Content einordnen. Ich will da jetzt auch gar nicht tiefer drauf eingehen. Aber dann sollte sowas ja eigentlich erledigt sein. Mich wundert es mittlerweile immer wieder und das finde ich äußerst amüsant und drollig, weil ich mit meinen doch jetzt mittlerweile 50 Jahren Familie, Beruf und allem drum und dran überhaupt gar nicht weder die Zeit dazu habe, noch ich versuche mich auch immer wieder mal in Leute hineinzuversetzen. Es gelingt mir einfach nicht. Ich finde keinen Grund dafür, warum man als normaler Mensch sich immer wieder etwas anguckt, was einem nicht gefällt. Also ich kenne ein paar Fernsehsender, die ich nicht mag. Mag sein, dass es da mittlerweile auch interessante Sachen gibt, aber ich glaube, ich habe seit 20 Jahren schon nicht mehr ARD und ZDF geguckt. Das war für mich immer Rentnerfernsehen. Also Entschuldigung an die beiden Sender, falls das nicht so ist. Das ist jetzt einfach nur mein Eindruck, den ich früher mal hatte und den habe ich beibehalten. Es gibt auch ein paar deutsche YouTuber, die ich eigentlich nicht gucke. Ja, einfach weil ich irgendwann mal gesagt habe, das, was die machen oder so, wie die das machen, gefällt mir das nicht. Ne? Dann habe ich mich vielleicht auch mal drüber aufgeregt, habe gesagt, völliger Schwachsinn, was er da macht oder was auch immer. Ne? Man hat immer irgendeinen Grund, warum man irgendwas doof findet. Aber ich habe danach nie wieder da ein Video mir angeguckt oder es schnell eingeschaltet, schnell gedisliked und habe dann wieder abgeschaltet oder sonst. Das habe ich alles nicht gemacht und schon mal gar nicht kommentiert, weil ne, gefällt mir nicht und das war's dann. Ich habe zwar immer noch die Namen im Kopf, von Leuten, die ich jetzt nicht so toll finde, was den Content angeht. Aber das bedeutet nicht mal, dass die schlechten Content machen. Das bedeutet ja nur, dass ich als Person, Martin, das jetzt nicht toll finde. Und das kann unterschiedliche Gründe haben. Angefangen von, ich habe mich mal mit dem gestritten und deswegen finde ich jetzt alles doof. Über, ich habe irgendwann mal was von dem in falschen Hals gekriegt und deswegen finde ich den jetzt doof. Oder aber tatsächlich, dass ich die Inhalte eben nicht gut finde. So. Aber ich bin nie wieder hingegangen und ich glaube, das werden viele von denen da auch bestätigen können und habe trotzdem jedes zweite oder dritte Video angeguckt und habe böse Kommentare darunter geschrieben. Nee, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass das keiner bestätigen kann, weil ich das eben nie gemacht habe. Aber selbst solche Leute gibt es ja. Ich finde es halt nur immer wieder interessant, dass es solche Leute gibt. Und da frage ich mich tatsächlich, und auch das ist nicht böse gemeint oder sonst irgendwie was, aber ich habe einfach keine andere Erklärung dafür. Wie viel Langeweile muss man eigentlich in seinem eigenen Leben haben, dass man seine wertvolle Freizeit, okay, manche Leute haben offensichtlich viel Freizeit, das tut mir dann für die leid, aber dass man seine Freizeit damit verbringt, sich immer wieder irgendeinen Schwachsinn reinzuziehen, den man eigentlich gar nicht leiden kann. Nur um dann nochmal Zeit zu investieren und in schriftlicher Form darunter immer wieder klarzumachen, wie kacke man das doch alles findet. Ist halt so, ne? Wir sind jetzt kurz vor den Bundestagswahlen und der eine oder andere hat es mitbekommen, selbst Parteien, die bisher koaliert haben, fangen an, sich zu fetzen. Das ist normal. Ja? Jeder versucht, so sein eigenes Ding durchzuziehen, jeder versucht, seine eigene Meinung zu transportieren und jeder versucht, im Grunde genommen für sich Stimmung zu machen, ja? Selbst im kleinen Kreis. Und auch in der Politik ist das so und da gab es ja jetzt gerade das wunderschöne hier Dreiergespräch. Ich weiß nicht, ob es der eine oder andere von euch mitbekommen hat. Keine Angst, ich werde jetzt nicht politisch und auch da nicht weiter drauf eingehen. Aber ganz am Anfang gab es eine Frage, ja, die ging, glaube ich, direkt erstmal an den Mann von der SPD. Ja, warum glauben Sie, dass die beiden anderen sich nicht eignen, Bundeskanzler zu werden? Und da hat er eine ganz wunderbare Antwort rausgehauen, die mir sehr gefallen hat. Aber die anderen beiden haben sich auch daran gehalten und das genauso gesehen. Wir sind hier in Deutschland, wir wollen keinen Partei- oder Wahlkampf führen auf einem solchen Niveau. Und genau das ist eigentlich der Punkt.
Ja, jeder darf eine andere Meinung haben, genauso wie in der Politik. Aber man sollte trotzdem versuchen, irgendwo ein Niveau einzuhalten. Und selbst wenn man jetzt keinen Bock hat, sich das anzuhören oder anzusehen, was der eine da von sich gibt, dann kann man den doch einfach in Ruhe ziehen lassen. Also es ist so meine persönliche Meinung. Ich weiß, dass das viele Leute nicht verstehen. Was mich viel mehr interessiert oder viel interessanter finde, ist, egal wie viel Mühe man sich gibt, und das werden wir garantiert auch bei diesem Video erleben, wenn ihr dann vielleicht in einer Woche nochmal wieder reinschaut und euch dann nochmal die Kommentare unten drunter durchlest, also wenn da keine richtig bösen Sachen bei sind, werde ich sie nicht löschen. Interessant ist halt, dass es Leute gibt, die einfach auch gar nicht zuhören. Ja, und das meine ich nicht mal böse, und da frage ich mich immer wieder, wie das kommt. Und was ich auch festgestellt habe, dass viel bei den Menschen so ist, dass Negatives im Kopf grundsätzlich hängen bleibt und Positives irgendwie schon vergessen wird, noch während es gerade geschieht oder so. Das ist so der Eindruck, den ich habe. Ich selbst habe mir irgendwann mal gesagt, ich finde das Spiel toll. Und ich bleibe dabei, ich finde das Spiel nach wie vor nicht so schlecht, dass ich keine Lust mehr habe, es zu spielen. Ja, ich habe keine Lust, da großartig noch YouTube-Videos von zu machen oder es ständig in irgendwelchen Streams zu zeigen. Aber ich finde das Spiel jetzt nicht schlecht. Und ich habe auch immer wieder betont, ich glaube, seit Monaten, ach, seit Jahren betone ich immer wieder, es gibt auch viele Dinge, die wirklich gut sind, die in meinen Augen in Balance sind, die gut umgesetzt sind. Und ich nenne da immer wieder das Beispiel, sind zum Beispiel die Panzer bis 5-0 ungefähr. Ja? Von ganz unten bis 5-0 ungefähr. Sage ich immer, ist geil. Flugzeuge sage ich immer von ganz unten bis 4-0. Ist so mein Gefühl. Ist geil. Macht Spaß, ist ausgeglichen, macht richtig Laune. Was ich immer kritisiert habe, und Kritik ist tatsächlich was anderes als Mosern, Meckern, Motzen. Für die Leute, die das immer noch nicht verstanden haben, ihr könnt das gerne auch mal googeln, weil ihr mir ja sowieso nicht glaubt. Aber Kritik beinhaltet zum einen irgendwo die Feststellung, was einem nicht gefällt oder was nicht in Ordnung ist, was nicht richtig ist, also kann vielerlei Facetten haben. Eben, man sagt so und so und so, ne, das ist so nicht richtig. So, und dann kommt der zweite Punkt, auch bei Kritik ganz, ganz wichtig, dass man begründet, warum man das nicht gut findet. Und da ist dann eigentlich schon mit Kritik Schluss, ja, soweit, und dann wäre es schon Kritik. Also einmal sagt man, ich finde das nicht gut, und dann sagt man noch, warum man das nicht gut findet. Also man versucht das zu erklären, damit eben der die Kritik empfängt, sich dazu Gedanken machen kann. Und dann kann man das noch ein bisschen steigern, indem man Vorschläge macht, wie man es besser machen könnte. Und ich glaube, in den letzten Jahren habe ich mich grundsätzlich immer daran gehalten, dass ich gesagt habe, das finde ich nicht gut, darum finde ich das nicht gut, und ich denke, so könnte man das besser machen. Das heißt nicht, dass ich recht habe. Das heißt auch nicht, dass das, was ich sage, Gesetz ist und dass ich der Einzige bin, der die Wahrheit kennt oder sonst was. Das ist völliger Quatsch. Aber wir leben in einem freien Land, wo jeder das Recht hat auf freie Meinungsäußerung. Und wenn man mit einem Spiel so lange einhergeht, für das Spiel Content macht, ich habe auch ohne Zweifel enorm viele Spieler für dieses Spiel geworben, die dann dieses Spiel gespielt haben. Ich habe auch ganz, 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 ganz viele Spieler überhaupt in diesem Spiel gehalten. Ja, da gibt es tausende schriftliche Aussagen zu unter vielen, vielen Videos durch die ganzen Tutorials, dass ich denen die Mechanik erstmal erklärt habe und die dann gemerkt haben, hey, ist ja doch toll, ist ja gar nicht so doof. Ja, jetzt spiele ich weiter, jetzt wo ich es verstanden habe. Und genau deswegen habe ich persönlich für mich auch irgendwann mal gesagt, ich darf auch mal sagen, wenn mir was nicht gefällt. Und jetzt kommen wir zu dem folgenden Punkt. Was machen wir denn eigentlich für einen Content? Ja, so. Können auch mal alles toll finden, ist aber nicht ganz ehrlich, ist nicht so mein Ding, ja, weil immer alles jubeln, keine Ahnung, ja. Kevin, hast du toll gemacht, hast du toll gemacht. Ja, ich weiß, die Toilette war weg, aber hast du ganz toll nur den Schlüpfer durchgeschissen, ja. Hast ja ansonsten die restliche Kleidung ist ja sauber. Also man kann alles schönreden. Und solche Eltern gibt es ja, die wirklich alles schönreden, ja. Selbst wenn das Kind, keine Ahnung, das eigene Erbrochene wieder anfängt weg. Hast du toll gemacht, braucht Mama nicht so viel putzen. Ja, hast du gut gemacht. Und jetzt für all die, die Kevin heißen, entschuldigt bitte, es ist natürlich gemein, aber ein anderer Name ist mir gerade nicht in den Kopf gekommen. Man kann alles schönreden. Ja? Und die Leute, die das machen, das ist denen ihr gutes Recht und das will ich auch gar nicht verurteilen. Sollen die machen, weil die für sich entschieden haben, dass sie das machen möchten und das ist okay. Ich persönlich habe irgendwann mal gesagt, ich konzentriere mich auf neue Inhalte. Das habe ich eine ganze Zeit lang gemacht. Ich habe Reviews zu neuen Fahrzeugen rausgebracht und ich habe vom Dev-Server berichtet. Ich habe, wenn ein Patch da gewesen ist und dann eine Zeit lang online gewesen ist, habe ich mein Fazit zu einem
Patch rausgehauen und ich habe grundsätzlich immer die Sachen, die mir gefallen haben, betont, aber ich habe auch ausführlich über die Dinge gesprochen, die mir nicht gefallen haben, die mir nicht gefallen haben. Aus dem ganz einfachen Grund. Nur wenn man über etwas redet, besteht die Hoffnung, dass sich irgendwas ändert. Und da geht es dann schon los. Das bringt doch sowieso nichts. Ich weiß gar nicht, warum ihr das immer wieder macht. Gaijin ändert doch sowieso nichts. Und das ist, und hier muss ich tatsächlich auch wieder Gaijin in Schutz nehmen, es ist schlicht und einfach gelogen. Es ist nicht richtig. Also wenn man schon anfängt, sich zu solchen Themen zu äußern, dann sollte man selbst mal zurückschauen und gucken, was hat sich in der Vergangenheit alles geändert. Und weil wir gerade die Naval Forces hier so als Beispiel im Bildschirm haben, es hat sich allein im navalen Bereich eine ganze Menge geändert. Ja, angefangen von, dass man die kleinen Boote und die großen Schiffe voneinander getrennt hat. Haben sich ganz viele Leute gewünscht, haben viele Content-Partner darüber berichtet und Gaijin hat das irgendwann umgesetzt. Das heißt also, Feedback, ja, nicht nur ein einzelner YouTuber oder Streamer, sondern viele in ihrer Masse haben immer wieder gesagt, wir möchten das geändert haben und Gaijin hat das geändert. So, und da geht es jetzt darum, habe ich jetzt als einzelner kleiner YouTuber aus Deutschland das Recht, über solche Dinge zu reden oder habe ich das nicht? Natürlich habe ich das Recht. Nochmal, wir leben in einem freien Land und freie Meinung ist immer noch eines unserer höchsten Güter. Ganz nebenbei fällt das jetzt hier, wenn man so News über Spiele macht, tatsächlich auch noch in den Bereich Pressefreiheit. Ja, ich habe ein Gewerbe angemeldet, da braucht ihr auch gar nicht dran rütteln. Ich darf das. Und nehmen wir so ein Extremstbeispiel. Ich bin der Erste, der über irgendetwas schimpft, weil es ihm nicht gefällt. Dann schnappt das irgendwo ein anderer auf und sagt, oh ne, irgendwo hat er recht. Ich glaube, da grätsche ich auch mit rein. Und so beginnt das dann. Und immer mehr Leute sind dann irgendwann am Schimpfen und sagen dann eventuell sogar, guck mal, und wir haben hier sogar eine tolle Idee, man könnte das anders machen. So entsteht das. Und dann kann das sein, dass sich nach einer Zeit in einem Spiel tatsächlich was ändert. Das muss nicht immer der Fall sein. Oft sind Ideen auch Quatsch. Aber genauso funktioniert das. Und ich selbst habe das schon erlebt, dass ich noch in meinen Hochzeiten, wo ich hier regelmäßig für dieses Spiel Content gemacht habe, dass ich Dinge angesprochen habe auf einem deutschsprachigen Kanal und man das hinterher sogar in englischsprachigen Kanälen wiedergefunden hat, die dann gesagt haben, da hat einer aus Deutschland das und das gesagt und so sehen wir das. Da wurde dann also auch Interaktion betrieben. Ja? Und zwar auf einem vernünftigen Niveau. Nicht, dass der eine den anderen wieder ankotzt oder sonst irgendwie was, sondern auf einem vernünftigen Niveau. Ein weiteres Beispiel, ganz am Anfang mit den Naval Forces, hat viele Leute, inklusive mir, es extremst gestört, dass wir im realistischen Modus den Feind auch als Plakette hatten. Ja, ob ich den jetzt direkt schon sehen konnte oder nicht, aber da hinten ist irgendwo der Name aufgeploppt und ich wusste, da fährt ein Schiff her. Und da haben sich sehr viele Leute drüber aufgeregt und immer wieder gesagt, was soll denn dieser Scheiß im realistischen Modus? Ich auch, in fast jedem Naval-Stream oder Naval-Video habe ich gesagt, der Scheiß ist völlig überflüssig, sollen sie endlich rausnehmen. Das haben sie gemacht. Die haben es irgendwann rausgenommen. Nicht, weil ich als Einzigster aus Deutschland, der blöde Impli, das gesagt hat, sondern weil ich etwas gesagt habe, was mich gestört hat und weil viele andere Leute auch gesagt haben, was sie gestört hat. Und so hat sich das geändert. Das kann natürlich auch negative Auswirkungen auf das Spiel haben. Das stellen wir, ich sag mal ganz vorsichtig, alten Hasen, die ja immer noch sich so ein bisschen das alte Spiel wünschen, stellen wir auch immer wieder fest. Es gibt ja mittlerweile eine sehr große Bandbreite an Spielern, die das Spiel völlig unterschiedlich angehen. Völlig unterschiedliche Erwartungshaltungen haben, völlig unterschiedlichen Spielspaß haben, siehe mein Sohn. Und die haben ganz andere Ideen und schmeißen die in den Raum und möchten irgendetwas leichter haben, irgendetwas schneller haben oder sonst irgendwie was. Und auch die können in der Masse, wenn sie solche Sachen dann fordern, tatsächlich dafür sorgen, dass Änderungen im Spiel stattfinden. Kann dann sein, dass es uns wieder nicht gefällt, aber so ist eigentlich der Ablauf. Und worauf ich hinaus will, ist, genau das ist der richtige Weg, um mitzuwirken an einem Spiel, das sich immer noch in der Entwicklung befindet. Und jeder hat die Möglichkeiten dazu. Natürlich hat jemand, der Social-Media-Kanäle hat, die gut besucht sind, eine hohe Frequenz haben, mehr Möglichkeiten, so ein bisschen Einfluss zu nehmen, als jemand, der ganz alleine ist, für dessen Meinung sich keiner interessiert. Das ist leider Gottes so. Aber jedem von euch da draußen steht es natürlich frei, einen eigenen YouTube- oder einen eigenen Twitch-Kanal aufzumachen, damit erfolgreich zu werden und dann eventuell irgendwann auch diesen Einfluss zu haben. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Beispiele, die werde ich auch einblenden. Die Namen habe ich rausgeschnitten. Warum ich heute dieses Video überhaupt gemacht habe? Weil das sind so Sachen, wo ich mittlerweile, mich echt manchmal frage, was ist eigentlich los mit den Leuten da draußen? Sind die so schlecht gelaunt oder sind die so frustriert oder haben die schon ewig keiner Frau mehr an Popo packen dürfen?
dass sie nur noch so aggro durchs Leben rennen. Ich gehe gleich übrigens auch nochmal auf meinen zukünftigen Werdegang hier im Spiel ein und was YouTube angeht. So, da haben wir Mr. X. Und ich mag Mr. X eigentlich. Ja, also falls Mr. X jetzt gerade auch zu den Zuschauern gehört, das ist zwar das, was du geschrieben hast, dein Name ist ausgeblendet und ich möchte es ausdrücklich betonen. Ich mag dich eigentlich, aber ich möchte tatsächlich jetzt mal einmal auf das eingehen, was hier steht und warum ich solche Kommentare in dem Fall jetzt eigentlich irgendwie überflüssig finde, so wie du offensichtlich solche Aussagen wie auf dem Dev-Server überflüssig findest. Du hast dir das Recht rausgenommen, es mir zu schreiben. Ich nehme jetzt mal das Recht raus, es zurückzuschicken und zu sagen, warum ich das überflüssig finde. Ich habe die Lösung für all eure Probleme mit Gaijin WT. Achtung, jetzt kommt's. Hört auf, das Spiel zu spielen. Jetzt mal ganz ehrlich, die Probleme mit dem Spiel sind nicht neu, werden immer und immer wieder angesprochen. Und so leid es mir tut, das sagen zu müssen, so langsam wird's auch langweilig. Hat das alles was gebracht? Nein. Warum hat es nichts gebracht, beziehungsweise warum interessiert es Gaijin nicht? Mal für eine Sekunde, weil Gaijin am Ende des Monats noch immer ein fettes Plus macht. Warum machen die trotz der Kritik am Ende des Monats noch immer ein fettes Plus? Weil die ganz genau wissen, sobald es neuen Content, einen neuen BP oder ein neues Eventfahrzeug gibt, stürzt ihr euch alle wieder drauf wie die Besoffenen auf einen sauren Hering. Also unterm Strich muss man feststellen, Gaijin verarscht euch nach Strich und Faden und ihr bezahlt sie auch noch dafür. Warum ihr das noch immer macht, verstehe wer will. Also mir persönlich fehlte einfach die dafür nötige masochistische Veranlagung und das euch noch zu verstehen. So, also ihr merkt es, er hat es versucht lustig zu schreiben und ich glaube, er hat mich damit nicht mal direkt gemeint, weil er schreibt ja ihr. Aber jetzt nochmal, ich habe es gerade eben erklärt, es ändert sich immer wieder was im Spiel aufgrund der Forderungen der Spieler. Manchmal gibt es Änderungen, die mir jetzt zum Beispiel nicht gefallen und den Leuten, die ähnlich ticken wie ich. Sagen, boah, noch eine Vereinfachung, was soll der Scheiß? Oder noch mehr Hightech-Zeug, das noch nicht Balance ist, was soll der Scheiß? Aber auf der anderen Seite stehen ganz viele Leute, die sich das gewünscht haben. Die haben auch eine Stimme. Und Gaijin ändert sehr wohl Dinge. Ne? In dem Fall hat sie dann diese Wünsche erfüllt und nicht meine Wünsche. Aber auch meine Wünsche und die Wünsche vieler anderer, die ähnlich sind, sind hier auch schon geändert worden. Und da darf man jetzt nicht auf Gaijin schimpfen, weil sie tatsächlich immer wieder auf das Feedback der Community hören. Und insofern kann man nicht sagen, es ändert sich nichts. Natürlich machen die am Monatsende dickes, fettes Plus. Aber ich glaube, da hat auch wieder der eine oder andere nicht verstanden, wie diese Spiele funktionieren. Zu meiner Zeit, als ich damals mit Computerspielen angefangen habe, D-Mark-Zeiten, ja, ich bin ein alter Sack, da hat man für ein Computerspiel 100, manchmal 120 D-Mark ausgegeben. Da hat man eine Diskette gekriegt, später waren es dann CDs, konnte man mit nach Hause nehmen und wenn man Pech hatte, lief das Spiel nicht mal vernünftig auf dem eigenen PC, weil auch damals schon Spiele bestimmte Mindestanforderungen haben mussten, bestimmte Treiber mussten installiert sein und trotzdem war es alles voller Bugs und was weiß ich nicht alles. Und bis da mal ein Fehler gefixt worden ist, es gab ja noch nicht so wirklich richtig Internet, ja, konnte man sich von der Backe schminken. Vom Umtausch ausgeschlossen, solche Sachen. Das heißt also, im schlimmsten Fall hatte man sich ein Computerprogramm gekauft für 100 D-Mark und konnte die Kohle in eine Tonne kloppen. Irgendwann kam das Internet, irgendwann kam dann auch die Möglichkeit, übers Internet abzudaten, Fehler zu fixen und was weiß ich nicht alles. Und irgendwann kam jemand auf die klasse Idee, ich mache alle Spiele oder meine Spiele mache ich jetzt kostenlos, kann jeder mitmachen. Und dann versuchen wir im Spiel Geld zu verdienen. So, und genau das ist das Prinzip, wie das hier funktioniert. Die müssen immer wieder Anreize bringen, damit dieses Spiel von den Leuten gespielt wird und damit dieses Spiel sich irgendwo finanziert. Und ich weiß nicht, was daran schlimm ist. Auch da habe ich Gaijin noch nie kritisiert, weil das für mich eine ganz normale Geschichte ist. Und bevor ich mit einem Panzer im RB unterwegs bin und nach 5 Minuten wird das Bild eingefroren und da läuft ein Amazon-Werbespot durch, damit ich dann nach 2 Minuten weiterspielen kann, ja, finde ich es so in Ordnung. Ja, die triggern uns, wir entscheiden, ob wir Geld ausgeben wollen. Die einzigsten Sachen, wo ich mich immer wieder drüber ärgere, da ganz wenige Punkte, was das Geld ausgeben angeht, weil das jeder für sich selbst entscheidet. Das sind so Zusammenbau-Events, wo ich persönlich nach wie vor den Eindruck habe, dass vieles über den Marktplatz forciert wird. Und da wird eben extremst viel Geld umgeschlagen, weil manche Teile besonders selten sind und was weiß ich nicht alles. Und das ist diese eine Art Event, wenn es über den Marktplatz geht, wo ich Gaijin voll kritisiere, wo ich sage, es geht mir total hart auf den Sack. Bei allen anderen Events sage ich, sollen sie machen. Warum nicht? Die müssen Geld verdienen. Ich finde das nicht schlimm. Ja? Der Punkt ist einfach,
Man muss einfach auch mal Verständnis dafür haben. Und was ich am allerallerschlimmsten finde, ist immer wieder diese Aussage, die viele raushauen, dann kriegen die eben kein Geld mehr von mir. Natürlich, das ist eure Entscheidung, das ist euer gutes Recht zu sagen, die kriegen kein Geld mehr von mir. Aber der Punkt ist eben auch, wenn all die ganzen Leute, die sackig sind, kein Geld mehr investieren und andere Leute, die offensichtlich mit dem Spiel glücklich und zufrieden sind, so wie es ist, weiter Geld investieren, ändert sich trotzdem nichts. Also es ist kein Druckmittel, kein Geld mehr zu investieren. Das heißt nicht, ihr müsst jetzt trotzdem Geld investieren, damit ihr was ändern könnt. Aber es funktioniert eben so rum nicht. Glaubt es mir einfach. Also wie gesagt, der Kommentar hat sich bei mir jetzt so ein bisschen getriggert. Es ändert sich sowieso nichts. Es ändert sich im Spiel ständig irgendwas. Ja, mal aus meiner Sicht zum Positiven, mal aus meiner Sicht zum Negativen. Aber das finden andere dann positiv. Zu sagen, es ändert sich nichts, ist schlicht und einfach falsch. Spielt das Spiel nicht mehr? Ich habe es eben noch mal ganz am Anfang versucht zu erklären. Man hat viele Möglichkeiten, Content zu machen. Wenn neue Inhalte kommen und diese neuen Inhalte mir nicht gefallen, sage ich, das gefällt mir nicht. Aber trotzdem, wir haben ein Spiel mit über 1500 Fahr- und Flugzeugen, mit vielen, vielen BRs, mit vielen, vielen Modis. Und da ist ganz, ganz viel, was mir gefällt. Nur wenn ich jede Woche ein Panzer 4 F2 Video rausbringe und immer wieder jubel, wie toll dieser Panzer ist, dann ist das für euch langweilig, für mich ist es irgendwann auch langweilig, so einen Scheiß noch zusammenzuschneiden. Und weil ich eben irgendwann mal die Entscheidung gefällt habe, ich möchte über Neuigkeiten berichten und die Neuigkeiten leider Gottes die letzte Zeit oft nicht so toll sind, wie ich mir das wünsche, gibt es dann Kritik. Nicht böses Geschimpfe, auch den Unterschied habe ich ja eben erklärt. Ich weiß, es haben immer noch viele Leute nicht verstanden, wo da der Unterschied ist. Aber es ist nun mal so. Schlimmer finde ich dann diesen Kommentar. Und da, falls der Zuschauer gerade auch dieses Video gucken sollte, meine ganz ehrliche Meinung, ja, und das ist nicht böse gemeint, ich will dich nicht herabsetzen, ich möchte dich jetzt auch nicht in irgendeiner Art und Weise wütend machen, aber warum guckst du überhaupt meinen Kanal? Also meine ganz persönliche Bitte, weil mir wirklich Klicks nicht wichtig sind und auch keine Abonnentenzahlen, deabonnier mich und guck nie wieder rein, weil ich gefall dir nicht, deine Kommentare gefallen mir nicht. Ich würde sagen, hier trennen sich jetzt unsere Wege. Und das ganz normal und friedlich. Ich wünsche dir alles Gute und vielleicht findest du einen YouTuber oder hast ihn schon gefunden, der Content so macht, wie du dir das wünschst. Und dann ist so alles gut. Dass du die Schiffe nicht leiden kannst, weil du damit nicht klarkommst, haben wir mittlerweile verstanden. Aber anstatt es zu ignorieren, musst du ständig drüber herziehen, weil du es nicht kapierst. Wenn du den letzten Gaijin-Livestream zum kommenden Update geschaut hättest, wüsstest du, dass der grüne Kreis nur für moderne und größere Schiffe, die mit Radar-Entfernungsmesser ausgerüstet waren, implementiert wird. Also anstatt direkt wieder abzuledern über deiner Meinung nach unrealistische neue Features, hättest du, wenn du dich vorher mal informiert hättest, festgestellt, dass die Naval Forces durch diesen grünen Kreis tatsächlich realistischer werden, da Schiffe, die mit Radar ausgerüstet waren, diesen nun auch nutzen können. Ja, hat er nicht ganz unrecht, ne? Ich habe heute noch bei der Bundesmarine angerufen, habe gefragt, wie ist das? Habt ihr da einen grünen Kreis, wenn ihr euer Entfernungsmessungsradar einschaltet? Hat er gesagt, ja klar. Wusstest du das nicht? Du hast einen grünen Kreis auf dem Wasser und dann wissen wir, wo wir hinschießen müssen. Sondern jetzt wisst ihr, worauf ich hinaus will. Das war übrigens wieder Sarkasmus. Ja? Also wer Sarkasmus nicht kennt, einmal googeln. Worauf ich hinaus will, ist A, die Art und Weise, wie geschrieben wird. Ich werde also schon wieder direkt angegriffen. Ich habe eine Meinung und ich werde dafür direkt angegriffen. So ist das ja heutzutage üblich. Aber er hat gleichzeitig das Recht, auf eine doch relativ provokante Art und Weise zu schreiben. Also er darf frech sein und raushauen. Ja? Er nimmt sich das Recht dazu und es ist sein Ding. Er darf das. Und will mir klar machen, dass ich das nicht darf, einfach mal so Sachen zu sagen, dass ich einen grünen Kreis unrealistisch finde. Und was ich jetzt noch viel lustiger finde, und das ist übrigens jetzt ein schönes Beispiel dafür, warum wir so viele Entwicklungen hier im Spiel haben, wo, ich sage es nochmal ganz vorsichtig, wie alten Hasen einfach nur in den Kopf schütteln können. Weil, A, ja, Gaijin kann das erklären. Und wenn Gaijin das erklären kann, so wie damals die Erklärung mit dem Parallaxekreis, oh, was haben wir da schon drüber gelacht, ja, kann Gaijin natürlich jetzt auch diesen grünen Kreis auf dem Wasser erklären. Oh, und wenn die das erklären können, dann ist das richtig und dann ist das in Ordnung und dann ist das toll und dann feiern wir das. Und ja, was ich am allergeilsten an der ganzen Geschichte finde, ist, es ist dann realistisch. Ich glaube, wir müssen uns irgendwann mal grundlegend über die Definition von was ist realistisch unterhalten oder da vielleicht mal so ein paar Beispiele raushauen. Also realistisch meint man, es entspricht in etwa der Realität.
die Realität ist das wahre Leben, also so wie die Dinge im echten Leben um uns herum, wenn man vor die Tür geht, funktionieren. Und glaub es mir einfach, auch wenn das realistischer ist, bei der ganzen Marine auf dieser Welt gibt es nirgendwo einen grünen Kreis, der übers Wasser wandert, wo man dann hinschießen kann aus der Third Person. Es ist einfach so. Da wird gar nichts realistischer. Ich weiß, worauf du abzielen willst. Die wollen das Radar da oben auf dem Schiff in irgendeiner Art und Weise funktionell ins Spiel übertragen. Aber das hätte man auch anders machen können. Ich nehme mal ein weiteres Beispiel. Wir haben ja auch Flugzeuge, die Radar haben. Ich weiß nicht, wie weit du im BR schon bist, aber vielleicht hast du ja auch solche Flugzeuge. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du vor deinem Flugzeug keinen grünen Kreis im realistischen Modus vor dir herschiebst am Himmel, weil damit das Radar dann besser dargestellt wird und dass dadurch alles realistischer wird. Man hätte hier ganz normal die Radaranzeige, die wir aus den Flak-Fahrzeugen mit Radarunterstützung, die wir aus Flugzeugen mit Radarunterstützung haben, hier einbauen können. Ja? Und dann wäre alles gut gewesen. Alles andere ist doch Quatsch. So, jetzt muss ich mich für die kurze Unterbrechung entschuldigen. Worauf ich hinaus will, ist doch Folgendes. Es gibt Menschen, die meinen Content nicht mögen. Ich habe da Verständnis für. Aber wie kann man sich das antun, sich etwas immer und immer wieder anzugucken und jedes Mal darüber abzuledern? Ist einfach so. Der zweite Punkt, und das ist übrigens etwas, warum in diesem Spiel so viele kontroverse Meinungen sind. Der eine findet das toll und findet dann auch jede Erklärung, die das begründet, toll und ist automatisch in einer extremst ablehnenden Haltung jedem anderen gegenüber. Und ich glaube, das hat mit Dialog führen und Diskussion eigentlich wenig zu tun, weil es führt zu nichts. Stellen wir uns vor, wir würden in einem Raum sitzen und zwei Leute mit so krass unterschiedlichen Meinungen würden aufeinandertreffen. Die würden niemals auf einen Nenner kommen. Und das ist das, was ich mittlerweile im Internet so ein bisschen vermisse. Natürlich habe ich hier die Möglichkeit, durch mein Gelaber ordentlich was rauszuhauen. Und manchmal ist meine Wortwahl auch sehr, sehr derbe. Auch bin ich sehr, sehr sarkastisch. Wenn ich unfair bin, habe ich mich auch schon ganz oft entschuldigt. Das machen übrigens ganz viele Leute nicht. Ja? Der Punkt ist einfach der, und darauf möchte ich abschließend hinaus. Das ist mein YouTube-Kanal, das ist auch mein Twitch-Kanal. Das ist mein Content. Ich entscheide, wie ich diesen Content machen möchte. Und wenn ich über Dinge berichte, die in meinen Augen nicht in Ordnung sind, dann ist das mein gutes Recht. Ihr müsst nicht dieselbe Meinung haben, ihr dürft sogar eine andere Meinung haben. Aber ich denke, wir alle sind uns da schuldig, wenn wir dabei sachlich bleiben und versuchen zu erklären, warum wir eine andere Meinung haben. Ja? Hätte er jetzt hier einfach ganz normal geschrieben, ich finde das mit dem grünen Kreis gut, weil dadurch das Entfernungsmessungsradar simuliert wird und eine andere, bessere Lösung wissen wir im Moment nicht, wäre alles gut gewesen, wäre es eine Meinung gewesen. Ja, aber stattdessen wird über 5, 6 Sätze erstmal ordentlich beleidigt, beschimpft und was weiß ich nicht alles, was man doch für ein Vollhorst ist. Und dann kommt man mit der Erklärung, wo man sich eigentlich selbst so ein bisschen zum Hampelmann macht. Und ich meine es wirklich nicht böse, aber jetzt mal ganz ehrlich, Realismus hat damit gar nichts zu tun. Mag sein, dass du es vielleicht ganz anders gemeint hast. Hat sich da einer aufgehängt oder was ist das da? Ach nee, ist ein Flaschenzug. Ich dachte gerade, da hängt einer. Naja, ist auch egal. Also nochmal, ich meine es nicht böse. Ich weiß, auch du wirst jetzt wahrscheinlich ein zukünftiger Hater. Auch damit kann ich leben. Ich habe schon viele Hater überlebt. Aber ich meinte es nicht böse. Für mich persönlich ist eigentlich nach wie vor der Wunsch im Vordergrund leben und leben lassen. Ja, ich mache meinen Content und wenn euch mein Content nicht gefällt, ich habe mir eben nochmal die YouTube-Nutzungsbedingungen durchgelesen und all diese ganzen Sachen. Da steht nirgendwo, dass man sich jemanden angucken muss, den man irgendwann mal abonniert hat. Das muss man nicht. Man wird nicht dazu gezwungen. Es wird einem am Monatsende auch kein Geld abgezogen, wenn man das mal nicht macht oder so. Also einfach weiterziehen und sich jemand anders angucken. Da gibt es wirklich viele gute Leute, die guten deutschen Content machen. Angefangen vom Steiner, der guten Content macht. Ich glaube allerdings überwiegend auf Twitch. Ich bin da nicht mehr ganz so auf dem Laufenden. Der Sebosser macht sehr gute YouTube-Videos und streamt. Der Raibun ist ja mittlerweile derjenige geworden, der die ganzen Reviews macht und was weiß ich nicht alles. Ein super Content-Creator. Da einfach zugucken, der hat wahrscheinlich eine andere Meinung. Dann einfach entspannt zurücklehnen und damit machen. Da ist der PH-PC. Und viele, viele andere tolle Leute mit sehr, sehr viel Talent, die das sicherlich so machen, wie ihr euch das wünscht. Und ich würde trotzdem so weitermachen und wenn ich dadurch dann irgendwann in die Vergessenheit gerate, dann ist so alles in Ordnung. Ne? Dann seid ihr glücklich und ich habe keinen Stress mehr.
Einen allerletzten Kommentar möchte ich euch auch noch einmal ganz kurz zeigen. Und ich hoffe, er weiß, dass es nicht böse gemeint ist, aber ich versuche auf diesem Weg zu antworten, weil dieses ganze Geschreibe geht mir mittlerweile so hart auf den Sack. Implizit schon klar, dass man bei den Schiffen mit Standardtaste E den Befehl geben kann, ob Flugzeuge, Schiffe oder beides oder nichts angegriffen werden soll. Ja, das weiß ich. Habe ich sogar in dem Stream gesagt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, meine Kritik war ja, dass die Schiffe vieles von alleine machen. Ja, schießen auf kleine Boote, die in der Nähe sind, schießen alleine auf Flugzeuge. Und da habe ich immer gesagt, ich finde das blöd umgesetzt. So, und auch hier, bitte, ja, wenn ihr eine andere Meinung habt, ist es okay. Ihr dürft diese Meinung haben und ihr dürft das feiern, so wie das umgesetzt worden ist. Es muss nicht geändert werden, aber ich persönlich sage jetzt, warum ich das nicht toll finde. Ich kann euch auch nachher sagen, warum ich Autos von Lada nicht toll finde. Aber der Lada-Fan wird dann wahrscheinlich auch wieder ausrasten und schimpfen. Wie kannst du Lada nicht mögen? Wir haben Schiffe mit ganz, ganz vielen Waffensystemen. So, ich kann als Spieler nicht eine einzelne Kanone bedienen. Wenn ich ein riesengroßes Schlachtschiff habe, das geht gar nicht. Ja, also es muss irgendwo Lösungen müssen her, die das alles so ein bisschen automatisieren. Trotzdem finde ich es unglücklich, wenn ein Schiff auf dem Wasser ist und vieles von dem, was da so passiert, automatisch passiert. Ja, ich kann das mit der Taste E ausmachen, aber ich wäre ja schön doof, wenn ich das mit der Taste E ausmachen würde, weil dann habe ich massive Nachteile, wohingegen die anderen ja sicherlich nicht Taste E drücken und davon profitieren. Ja, also darum geht es nicht. Es geht darum, dass meine Meinung, ja, folgende ist. Und jetzt kommen wir wieder, schönes Beispiel, Kritik. Ich finde es nicht gut, dass die Schiffe viele Dinge automatisch machen. Die schießen automatisch kleine Boote in der Nähe ab, ohne dass ich als Spieler mich darum kümmern muss. Die schießen automatisch Flugzeuge ab, ohne dass ich als Spieler mich darum kümmern muss. Ich als Spieler muss nur mit den großen Kanonen irgendwo hinschießen. Ich, meine Meinung, persönlich denke, das könnte man besser machen. Warum gefällt mir das nicht? Einfach, weil das Spiel dadurch irgendwie in meinen Augen sich nicht rund anfühlt. Es ist einfach blöd, wenn ein Gegenstand in einem Spiel, in einem PvP-Spiel, die meiste Arbeit da alleine macht und ich da einen Kill womöglich nach dem anderen bekomme, ohne tatsächlich wirklich was tun zu müssen. Jetzt habe ich gesagt, was ich doof finde, und ich habe erklärt, warum ich das doof finde. Und jetzt kommen wir zum dritten Schritt. Ich habe sogar erklärt, wie ich es besser machen würde. Und das bedeutet nicht, dass diese Idee die richtige ist oder die ultimative Lösung oder dass ich recht habe. Aber mein Vorschlag ist, dass man diese E-Taste einfach mal wegschmeißt, ja, oder wie auch immer, und dass der Spieler entscheiden muss, welche Waffensysteme er auf dem Schiff in welchem Moment benutzt. Das Match beginnt, ich möchte auf große Entfernung die Schiffe da hinten beschießen. Dann nehme ich meine Hauptkanone. Bum, bum, bum. Dann höre ich in meinem Kopfhörer, oh, da kommt ein Flugzeug. Ich wechsle auf die Flak-Taste, Flak. Ich bin in der Flak und fange an, auf die Flak zu schießen, ohne dass die Flak das automatisch macht. Und dann, oh, da kommen Schiffe vor der Küste rübergefahren, kleine Boote. Ich drücke auf die Nahkampfwaffen. Ich wechsle in die Nahkampfwaffen und schieße auf die kleinen Boote. In der Zeit können meine großen Kanonen natürlich nicht da hinten den Feind bekämpfen. Aber ich glaube, gameplay-technisch wäre das eine tolle Sache. Auf der einen Seite vielleicht für die Flugzeuge, weil nicht jeder gleich daran denkt, in die Flak reinzugehen. Irgendwann lernen die Leute das. Auf der anderen Seite, es gibt nicht viele automatische Kills. Boote hätten endlich mal wieder die Möglichkeit, vielleicht doch näher an ein großes Schiff ranzukommen, weil der da vorne immer nur mit seinen dicken Kanonen über die ganze Karte wegschießt. Und insgesamt, meine persönliche Meinung, glaube ich, dass das dem Gameplay und dem Modus Naval Forces vielleicht gut tun würde. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung. Ich hoffe, ich habe das jetzt ausführlich erklärt. Die E-Taste kenne ich. Ich kenne vieles, ja. Ich bin der hier mal die Tutorials fürs Spiel gemacht hat. Wie geht es in Zukunft weiter? Ich hatte ja gesagt, ich möchte in Zukunft das eine oder andere Review noch machen. Ich bin mir allerdings mittlerweile nicht mehr sicher, ob ich das überhaupt noch machen soll, weil wenn da so viele Leute unterwegs sind, die sowieso alles in falschen Hals kriegen, die sowieso immer nur das Negative raushören und die sowieso immer nur Stress machen, stellt sich mir die Frage, ob das überhaupt noch Sinn macht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr dürft da jetzt gerne mal mitentscheiden, indem ihr unten in die Kommentare reinschreibt, ne, hau raus, ne, was interessieren mich die anderen Flitzepiepen? Oh, das war schon wieder ein böses Wort.
Oder, ja, ne, lass mal, ist egal. Könnte auch machen, ist mir persönlich egal. Ich habe mittlerweile mein Leben wieder unter Kontrolle. Ja, ich bin im Moment auch sehr viel mit dem THW unterwegs. Das sind übrigens Leute, die ehrenamtlich anderen Leuten in Not helfen. Teilweise mit enorm viel Arbeitskraft, Stunden und. Das könnte man übrigens mal machen, wenn man den ganzen Tag schlecht gelaunt zu Hause sitzt und meint, ständig anderen Leuten irgendwie ans Bein pissen zu müssen. Einfach mal wieder vor die Tür gehen, vielleicht irgendwo ehrenamtlich was machen, ob THW, Malteser, Deutsches Rotes Kreuz oder sonst was. Es gibt immer eine Möglichkeit, da lernt man dann auch andere Menschen kennen. Ich bin im Moment wieder am Arbeiten. Ja, auch das tut mir gut. Ich kümmere mich viel um meine Familie. Ich habe sowieso im Moment nicht viel Zeit für diesen ganzen Content. Und das Schöne ist, weil ich nie YouTube-Star werden wollte, ist mir das so ziemlich scheißegal, ob meine Klickzahlen im Moment in den Keller runtergehen oder nicht. Ja, und das meine ich nicht böse und auch nicht abfällig den Leuten da draußen gegenüber, die mich gerne gucken. Nur für mich hat nach wie vor das echte Leben Priorität und dieser digitale Käse hier, vor allen Dingen, wenn man sich ständig mit irgendwelchen Flitzepiepen auseinandersetzen muss, ist für mich eher unwichtig. Und nein, die haben mich jetzt nicht klein gekriegt oder sonst irgendwie was. Nur ich bin mittlerweile müde, mich permanent mit sowas auseinanderzusetzen. Ganz einfach, weil ich weiß, dass die Welt sich nicht ändern wird, selbst wenn man drüber redet. Ja, das ist einfach so. Und auch jetzt zumindest der eine angesprochene, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er es den falschen Hals gekriegt hat und dass ich in Zukunft einen Disliker mehr habe. Aber das ist nicht weiter schlimm, weil auch ein Dislike bedeutet Interaktion auf einem YouTube-Kanal und es bedeutet einen Klick. Ja, obwohl mir das nicht wichtig ist, tut ihr zwei gute Sachen für mich und am Ende führt das dann dazu, dass das Video dann doch öfters vorgeschlagen wird, als ich es vielleicht will und dann doch mehr Klicks bekommt. Ihr macht das schon ganz richtig so. Insofern danke für den Support und die Unterstützung. Ich hoffe, ich konnte das jetzt noch mal einmal vernünftig erklären. An euch liegt es jetzt, ob ich in Zukunft überhaupt noch kritisch bin, Reviews machen soll oder eigentlich wollte ich jetzt auch noch ein paar neue Tutorials machen oder ob ihr sagt, nee, lass mal, ist egal, komm hier, kannst deine Streams hin und wieder noch hochladen, aber geht mir am Podex vorbei. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Livestream wieder mit dabei seid. Egal welches Spiel es ist, wir versuchen immer ein bisschen lustig zu sein. Allerdings die Gefahr ganz groß, Sarkasmus steht bei mir an erster Stelle. Und wer nicht Sarkasmus kann, sollte sich auch die anderen Streams nicht angucken. Da kriegt man nur dicke Backen, weil man den alten Sack mit den grauen Haaren da vor der Kamera wieder mal nicht versteht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Seht zu, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Implied.